Ach Mann, da habe ich gerade das Video ausgemacht. So, da hinten sitzen meine beiden. Jetzt kann man sie sehen. Und ich sitze im Bärlauch. Wirklich im Bärlauch. Rund um mich rum ist Bärlauch. Es riecht ganz toll, lecker. Und es ist einfach genial. Hier war ich jetzt schon so oft. Ich habe schon, ich weiß nicht, ich glaube 6 oder 8 Gläser Bärlauchpesto in meinem Kühlschrank. Und ja, ich liebe es. Ich habe schon ganz viel gesammelt. Hier ist mein Beutelchen. Da, ganz voll. Bisschen sammle ich noch weiter. Ich habe nur eine Bitte, Leute, wenn ihr Bärlauch sammelt, pflückt die Blätter. Pflückt sie. Zack. Reicht. Ihr seid vielleicht... Ach, das ist, tut mir leid, bin ich noch etwas umgeübt. Ihr seid vielleicht etwas länger unterwegs, ja? Aber hier gibt es jetzt eine Stelle. Honi, ich hoffe, du warst das nicht. Und Carsten, du auch nicht. Da ist jetzt gar nichts. Da ist wie ein Loch. Also auf meinem Blog werde ich das Foto hochladen. Das kann ich ja jetzt hier irgendwie nicht. Ich kann das noch nicht mit dem Schneiden und so. Deswegen, ich bin da etwas dilettantisch. Ne? Einfach abpflücken, reintun. Und wenn ich nur mit 2 Händen unterwegs bin, dann geht das auch ein bisschen schneller. Was haben wir damit gepflückt? Nichts Schlimmes, ne? Upp. Ich kann es nicht erkennen. Ich habe aber auch die Brille nicht auf. Ich glaube aber, es ist irgendeine Polle und kein Tierchen, oder? Nee, kein Tierchen. Irgendeine Polle. Oder irgend so ein Blütendings, keine Ahnung. So. Ja. So sehe ich das. Bitte, bitte, bitte lasst die Schere zu Hause, lasst das Messer zu Hause, sondern geht mit dem Beutelchen und pflückt die Bärlauchblätter so wie ihr Blumen pflücken würdet. Ja, und bedankt euch, dass es so eine Reichhaltigkeit gibt. Es ist das beste antivirale Kraut, was wir jetzt gerade haben, meiner Meinung nach. Mag auch andere noch geben. Schaboxkraut ist auch schön mit viel Vitamin C. Wurde mich gerade überfragt, ob es das da ist. Anke, ist es das? Wenn das so einzeln auftritt, kann ich es nicht erkennen. Ich erkenne das immer nur, wenn das so flächendeckend ist. Sprich, das da unten am Weg, das Grüne, das ist das Schaboxkraut. Dann wird es das hier oben auch sein. Aber da habe ich durchaus gelesen und ich weiß nicht, ob es stimmt. Wenn die Blüten da ist, soll man die Blätter nicht mehr essen. Dann gibt es einen Wirkstoff, der ist sehr ungesund für uns. Keine Ahnung. Beim Bärlauch ist es so, kommen die Blüten durch, kann man die Blätter trotzdem essen. Nur die Wirkstoffe sind halt mehr in den Blüten als in den Blättern. So, das ist eine Info, die habe ich von der Anke, meiner lieben Freundin Anke. Und ich persönlich werde die Blüten, wenn sie denn dann wirklich rauskommen, werde ich die Blüten sammeln, trocknen und dann pulverisieren. Und dann habe ich auch nochmal nette Bärlauchvitamine und Wirkstoffe. Später, also nicht nur im Pesto. Pesto ist ja für mich eigentlich kontraproduktiv, weil ich ja ohne Fett mich ernähren möchte. Sprich, das kann ich auch erst essen, wenn Ostern vorbei ist, weil ich ja zurzeit mich fettfrei ernähre. Das ist also meine Form des Hamsterns. Man nennt es auch Bevorratung. Und dafür brauche ich kein Corona, das mache ich sowieso. Ich habe nur mehr Zeit als sonst, deswegen habe ich auch mehr Gläser im Kühlschrank jetzt. So viel Bärlauch habe ich noch nie gesammelt. Rein zeitlich nie sammeln können. Also, bitte passt auf. Der Bärlauch muss auch nach Knoblauch riechen. Es gibt die Herbstzeitlose, die sieht ähnlich aus. Die dürft ihr natürlich nicht pflücken. Und es gibt die Maiglöckchen, die dürft ihr auch nicht pflücken. Das seht ihr aber. Und das riecht ihr vor allen Dingen. Nehmt ein Blatt, pflückt es. Und riecht dran. Wenn es nach Knoblauch riecht, ist es richtig. Riecht es nach nichts oder nach was anderem, ist es falsch. Und seid ihr euch nicht sicher, lasst es sein. Okay? Macht es gut.